Moin und herzlich willkommen zu Deals of the Week Folge 9. Mein Name ist Jan. Ich stelle euch heute ein paar Angebote aus dem März vor. Viel Spaß! Hauptsache du triffst ihn. Spacken. Jo, was haben wir denn hier Schönes? Das ist die Recurved Lederkombijacke in einem sehr sportlichen Design. Ist sehr figurbetont geschnitten, also sprich sehr eng anliegend. Passende Hose werde ich euch gleich natürlich auch vorstellen. Wir haben hier an den Ärmeln Stretch-Einsätze, genauso wie auch am Ellenbogen. Auf der Rückenseite sind natürlich auch Stretch-Einsätze. Wir haben hier sogar kleine Perforierungen zu sehen. Das heißt, sie ist wahrscheinlich auch ganz gut durchlüftet. Wir haben bei dieser Jacke 3 Taschen und eine Dokumententasche auf der Innenseite. Auf der Außenseite sind keine, weil es sich um eine Sportjacke handelt. Das Material ist 1,1 mm bis 1,2 mm starkes Büffelleder. Sie hat 2 Verbindungsreißverschlüsse, einen Rundum-Verbindungsreißverschluss und einen kurzen Reißverschluss hier. Und hier befindet sich auch schon die Tasche für den Rückenprotektor, der optional nachrüstbar ist. Ansonsten ist sie ausgestattet mit Ellenbogenprotektoren und Schulterprotektoren. Und natürlich mit coolen Carbon-Optiken an den Schultern. Ja, kommen wir zur Hose. Ja, das ist das gute Stück. Wir haben hier die Recurve 10.03 Kombihose, ausgestattet mit Stretch-Materialien bzw. auch noch einer Verstärkung am Gesäß. Hier auf der Rückseite befindet sich auch Stretch-Material. Die Verbindungsreißverschlüsse sind natürlich auch vorhanden. Keine Außentaschen, weil es sich um eine Racing-Hose handelt. Ausgestattet ist die Hose mit Knieprotektoren. Kniesteifer sind nachrüstbar und Hüftprotektoren sind sogar auch drin. Ey, Moment. Ja, sind dabei. Geil. Ja, mehr gibt es zu der Hose gar nicht zu sagen. Aus demselben Material gefertigt wie die Jacke auch. 1,1 mm starken bzw. 1,2 starken Büffelleder. Kommen wir zum zweiten Produkt, den Kraftmeier Universal Motorradheber. Der Heber hat eine maximale Tragkraft von 150 kg. Da er diesen Heber allerdings an der Hinterradschwinge anbringt, kann das Motorrad ein maximales Gesamtgewicht von 300 kg betragen. Das ist eine verzinkte Ausführung, poliert natürlich auch, sieht schick aus, verstellbar entsprechend hier an diesen Inbusschrauben zwischen 17 und 34 cm. Also der perfekte Heber, um das Motorrad zu überwintern auf dem Hinterrad oder die Kette zu schmieren zum Beispiel, Kette spannen, alles Mögliche, was man so an der Kette oder am Hinterrad für Arbeiten zu tätigen hat. Wenn ich den nicht fange, dann sind 150 Tacken im Arsch, ne? Das hier ist der Sehna Outrush Air. Ein Klapphelm, kann ich euch direkt mal zeigen. Hier ist der Hebel, klappt man den auf. Der tatsächlich als Klapphelm bzw. als normaler Integralhelm und als Jethelm getragen werden kann, weil die Klappfunktion verriegelbar ist. Ausgestattet mit Ratschenverschluss, schönen Windabweiser hier unten und natürlich auch hier vorne. Ausgestattet noch mit einer Sonnenblende, die lässt sich hier an der Seite ausfahren. Er hat verschiedene Belüftungseinstellungen, hier am Oberkopf zum Beispiel, hier im Kinnbereich und Austrittsöffnung hier in Spoilerart auf der Rückseite. Der Helm wiegt ungefähr 1500 kg und der Helm wiegt ungefähr 1700 Gramm und ist in den Größen S bis XXL erhältlich. Aber das Wichtigste an diesem Helm ist, dass er direkt mit einem Kommunikationssystem ausgestattet ist. Der ganze Helm ist ja von Sehna, entsprechend ihr kennt alle Sehna Kommunikationsgeräte, also perfekt für diesen Helm abgestimmt. Das Mikrofon befindet sich, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, hier vorne. Im Lieferumfang gibt es natürlich auch noch Windabweiser, also diese kleinen Puschel, die man darüber stülpen kann. Ja. Was man zu dem Kommunikationssystem noch sagen kann, ist, dass ihr über Bluetooth mit insgesamt 4 Leuten sprechen könnt. Also der Fahrer ist mit inbegriffen, sprich 3 anderen Leuten und dem Fahrer. Und wenn man nur zu zweit spricht, also mit einer weiteren Person, dann ist das sogar über HD-Qualität möglich. Die Reichweite beträgt ungefähr 900 Meter. Das ist natürlich immer terrainabhängig. Also seid ihr in der Stadt oder irgendwie in den Gebirgen unterwegs, dann ist natürlich die Reichweite immer so ein bisschen schwankhaft, aber 900 Meter ist auf jeden Fall die maximale Reichweite, die ihr damit habt. Ja, und das Ganze
für einen super Preis jetzt gerade. Was noch zu sagen ist, ihr habt eine Sprechzeit von bis zu 12 Stunden, was echt verdammt lang ist. Und aufladen tut ihr das ganze System innerhalb von 2,5 Stunden. Den Helm gibt es noch in einer anderen Farbe. Was ich noch vergessen habe zu sagen, dieser Helm hat keine Pinlock-Vorbereitung. Allerdings haben wir im Sortiment mittlerweile Anti-Beschlag-Scheiben zum Einkleben. Das bedeutet, ihr könnt den auch mit diesen Klebefolien ausstatten und dann habt ihr die gleiche Wirkung wie die anderen Pinlock-Innenscheiben. Kommen wir schon zu den letzten Produkten aus dieser Folge. Und zwar handelt es sich um Branded. Ihr kennt vielleicht Branded, die Marke, die Freizeitklamotten herstellt. Wir haben einen großen Sale an wärmenden Jacken, wie zum Beispiel diesen Parker hier gerade. Da schaut ihr am besten einfach mal in die Videobeschreibung, klickt auf den Link von den Branded-Produkten und dann gelangt ihr zu allen Jacken, die wir da gerade im Sale haben. Also wirklich zu einem richtig krassen Preis reduziert. Schaut nach und werdet fündig, mit Sicherheit.